Ich bin ja der festen Überzeugung, dass je mehr man über die Story von Ark weiß, desto besser versteht man das Spiel eigentlich und wird auch verstehen, warum jetzt diese DLCs herauskommen, warum so viel Tech da drin ist. Und je mehr ich mich mit der Story auseinandersetze, desto stärker wird für mich auch der Verdacht, dass es tatsächlich so ist und deswegen jetzt hier die Story von The Island. Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich habe mal jetzt die Explore Notes von The Island durchgelesen und ja, zusammengefasst auf das Wesentliche, was jetzt auf The Island passiert, was da genau die Storyline ist. Und es wird auf jeden Fall dabei helfen zu verstehen, warum Ark so ist, wie Ark ist. Ich habe mir dazu Notizen gemacht und wenn ihr irgendwas habt, was ich vergessen habe, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Auf The Island ist es so, dass wir vier verschiedene Charaktere haben, die die Story quasi erzählen und die auch alle parallel zueinander stattfinden. Interessant ist hierbei, dass alle vier Charaktere aus verschiedenen Zeiten oder Epochen kommen und auch von verschiedenen Orten auf der Welt, die wir eben kennen. So kommt Helena Walker beispielsweise ursprünglich aus Australien und ist so im Jahr 2008 anzusiedeln. Sir Edmund Rockwell kommt aus England, genauer gesagt aus London und irgendwie aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, bin ich mir nicht genau sicher. Auf jeden Fall in einem großen Abstand zu Helena Walker. Gaius Marcellus Nerva, wie der Name vielleicht schon sagt oder vermuten lässt, kommt aus dem alten Rom, das heißt vor Jesu Geburt quasi. Nochmal ein ganz großer Zeitsprung auch dazwischen. Und Mei Yin Lee, aka die Beast Queen, kommt aus dem alten China. Das heißt also, wir haben hier vier verschiedene Charaktere, die alle aus unterschiedlichen Epochen kommen und eben von unterschiedlichen Orten auf der Welt, die wir eben kennen, die wir auch so bewohnen. Und interessant hierbei ist eben, dass sie alle parallel auf dieser Insel sind und zusammen quasi eine Story erleben und die auch gegenseitig beeinflussen. Helena Walker ist eine Biologin und versucht, The Island quasi zu erkunden und steht dafür auch im Austausch mit Sir Edmund Rockwell, der ebenfalls Wissenschaftler ist. Also er selbst bezeichnet sich als fantastischen Wissenschaftler und als extraordinären Entdecker. Ist also auf jeden Fall schon mal ziemlich von sich selbst überzeugt. Und jedenfalls stehen diese beiden immer wieder im Austausch miteinander. Helena Walker als Biologin versucht vor allem die Tierwelt dort zu verstehen. Sie ist unter anderem auch die Verfasserin der Dino-Dossiers, die wir auf The Island überall finden können und die uns wunderbare EEP-Boosts geben. Und bei der Erforschung von The Island macht sie immer wieder unterschiedliche Entdeckungen, die sie so ein bisschen stutzig machen, dass das, was auf The Island passiert, irgendwie nicht natürlich sein kann. Beispielsweise findet sie eben Tyrannosaurus im Schnee und fragt sie, wie kann das überhaupt sein, dass der im Schnee überlebt und wie kann das sein, wenn er im Schnee überlebt, dass er eigentlich dieses Biom dort gar nicht beeinflusst. Weiter ist eben aufgefallen, dass es fast doppelt so viele Raubtiere wie Beutetiere gibt. Das ist völlig unnatürlich und kann eigentlich nicht funktionieren. Das heißt, eigentlich müsste diese Insel ausgestorben sein oder sehr wenig besiedelt. Ja, und außerdem fällt ihr auf, was die auch weiterhin stutzig macht, dass sich Tiere extrem leicht zähmen lassen. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Sie hat beispielsweise einen Megalodon gezähmt und dafür musste sie nicht wirklich viel tun. Und es ist eben auch so, dass ihr aufgefallen ist, dass sich Tiere extrem schnell fortpflanzen können. So war ein Megalodon nur eine Woche lang schwanger. Ja, und natürlich fällt eben auch auf, dass es beispielsweise auch Kängurus gibt. Und natürlich, ne, sie kommt aus Australien, Kängurus sind da eben angesiedelt und das macht sie natürlich auch extrem stutzig, weil einfach Tiere miteinander zusammenleben, die so nie miteinander zusammengelebt haben. Und auch diese unterschiedlichen Biome, die es gibt, also dass wir eben so ein Tundra-Biom haben, dass wir den Strand haben, dass wir das Schneebiom haben, macht sie total stutzig, weil das so eigentlich gar nicht funktionieren kann, dass so extreme klimatische Bedingungen nebeneinander existieren. Und sie macht eben auch die Entdeckung, dass Tiere scheinbar nachspawnen müssen, weil als sie Kontakt mit der Beast Queen aufnimmt, fällt ihr auf, dass die nie wirklich weit gehen muss, um ihre Raptoren zu füttern. Also sie muss nie weit laufen, um jagen zu gehen. Dementsprechend hat jetzt Helena Walker hier den Verdacht, dass Tiere eben irgendwie nachspawnen, irgendwie wieder so in die Welt reinkommen. Und als sie eben Kano Island entdeckt hat, wo nur Fleischfresser draußen sind, was so nicht funktionieren kann, weil die sich nicht gegenseitig fressen würden, glaubt sie, dass die Welt künstlich angelegt sein muss und auch gesteuert wird. Kommen wir zu Sir Edmund Rockwell. Also ich erkläre erstmal jeweils die einzelnen Geschichten, bis sie dann zusammenführen. Sir Edmund Rockwell, der wie gesagt auch mit Helena Walker immer im Austausch steht, sind eben beide Wissenschaftler und können sich deshalb eben auch ganz gut austauschen über die Gegebenheiten auf der Insel. Und Edmund Rockwell ist vor allem für seine Kibbelrezepte bekannt und auch für die verschiedenen Gebräue, die wir so im Spiel finden. Hier Elixier des Vergessens, Wrath of Enlightenment, wo wir EP für kriegen, Lazarus Chowder, also alles, was wir so im Spiel haben an Suppen, an Gebräuen, die wir einsetzen können, kommen von Sir Edmund Rockwell. Und schon relativ früh setzt er zum Beispiel auch das Elixier des Vergessens, was wir ja auch aus dem Spiel kennen, um neue skillen zu können, ein, um für Ruhe auf der Insel zu sorgen, weil er möchte eigentlich nur forschen und das alles in Ruhe machen können. Und es gibt eben auch verschiedene Völker bzw. Stämme auf der Insel und die sind eben im Streit miteinander und deswegen verabreicht er da auch dem einen oder anderen mal das Elixier des Vergessens. Und natürlich, bevor er dann die ganzen Gebräue auch dann irgendwie verkauft oder abbietet oder was auch immer, muss er die natürlich testen. Das macht er zunächst an diesen kleinen Äffchen, die auf der Insel überall rumlaufen. Aber damit ist er nicht ganz
umso zufriedener. Also er braucht menschliche Testpersonen, damit er das eben zuverlässig testen kann und eben auch Nebenwirkungen ausschließen kann und weiter verbessern kann. Und dafür lügt er beispielsweise auch. So gibt er ein Gebräu an einen Stamm weiter und sagt, ja, das funktioniert alles super, damit er im Austausch weitere Affen bekommt, diesmal dann die großen, um weiter testen zu können. Das heißt, Wissenschaft steht für ihn einfach an oberster Stelle und er versucht da wirklich alles für einzusetzen, damit er eben vorankommt. Und so stellt er eben auch Gerichte her, die übermenschliche Fähigkeiten verleihen. Wir kennen das, wir können irgendwie schneller laufen, nehmen weniger Schaden, brauchen weniger zu essen. Also was hat er eben gemacht? Und die Stämme sehen das so ein bisschen kritisch, beziehungsweise sie lehnen das ab, weil sie haben danach Entzugserscheinungen. Und da merkt man, dass Rockwell schon sauer wird und angefressen ist und sich so ein bisschen missverstanden fühlt. Er kann das nicht verstehen, sagt, hey, ich gebe euch hier übermenschliche Fähigkeiten. Wie kann das sein, dass ihr das nicht einsetzen wollt? Der Gewinn ist doch viel größer als den Verlust, den ihr tragt. Und so kommt Rockwell dann ein bisschen ab vom Forschen. Kommen wir zu Gaius Marcellus Nerva. Das ist ein römischer Centurio, der fest davon überzeugt ist, dass ihn die Götter geschickt haben, um Ordnung auf diese Insel zu bringen. Also er kommt auf die Island an und merkt sofort irgendwie, das ist mir ja alles ein bisschen zu wild, alles zu Kuddelmuddel, da muss ich ein bisschen Ordnung reinbringen und ich bin derjenige, der das macht. Das heißt, er will auf jeden Fall den Ark erobern und lernt auch Rockwell kennen und hört eben von seinen ganzen Geschichten, die er da zusammenbraut und ja eben herstellen kann. Deshalb möchte er auf jeden Fall alle Feinde von Rockwell fernhalten, um Rockwell für sich selbst zu bekommen. Ja, und zusätzlich ist Gaius Marcellus Nerva eben auch mit der Beast Queen verfeindet, zu der wir jetzt kommen. Mei Yin Lee, aka die Beast Queen, macht einen bescheidenen Eindruck, ist auf jeden Fall eine kampfversierte Frau, die sich durchsetzen kann und ist auf sie allen als Söldnerin aktiv. Das heißt, Stämme können sie eben anheuern, ja, damit sie einen anderen Stamm erledigt und das schafft sie auch ganz gut. Den Namen Beast Queen hat Mei Yin auch, weil sie sich eben viele Raptoren auch gezähmt hat. Einer davon ist auch ihr treuester und bester, ihr treuester Begleiter und ihr bester Freund. Und außerdem hat sie es auch geschafft, sich einen Giga zu zähmen. Deshalb also der Name Beast Queen. Ja, und für sie ist das große Ziel, als sie auf die Island ankommt, dass sie wieder nach Hause will. Aber sie stellt eben auch relativ schnell fest, dass sie da nicht wegkommen kann, weil es gibt eben eine Grenze, die sie nicht durchbrechen kann. Aber wie passt das jetzt alles zusammen und wie beeinflusst sich das eigentlich gegenseitig? Es ist so, dass Helena Walker auf ihrer Forschungsreise, sagen wir mal, ja immer neugieriger wird. Also sie ist davon überzeugt, dass das Ganze eben gesteuert sein muss und sie wird auch in ihrem Verdacht immer weiter bestätigt. Sie findet beispielsweise eine Plattform, die eine Höhle verschließt oder in einer Höhle ist und noch weiter was verschließt. Es ist ein bisschen undeutlich in den Explorer Notes, aber im Prinzip meint sie auf die Island damit den Vulkan und den Eingang in die Tech-Höhle. Bei einem Stamm entdeckt sie dann das Artefakt der Brutmutter und stellt dann eben durch Ausprobieren fest, dass das genau in diesen Sockel reinpasst, um in die Tech-Höhle eben reinzukommen. Und um dem Geheimnis weiter auf die Spur zu kommen, verbündet sie sich dann eben mit der Beast Queen, die dann auch relativ gut befreundet sind und sich dann auch gegenseitig helfen können. Problem ist aber, dass ihr Sir Edmund Rockwell und Gaius Marcellus Nerva einen Strich durch die Rechnung machen, denn Rockwell, als er eben genervt war von den ganzen Stämmen, ist auf eine Entdeckungsreise gegangen und hat zufällig ein Artefakt in einer Höhle entdeckt und er stellt eben fest, dass es einen Zusammenhang geben muss zwischen den Artefakten und zwischen den Obelisken, denn diese scheinen sich gegenseitig zu beeinflussen. Das heißt, er stellt sich also auch die Frage, wer hat denn jetzt diese Artefakte denn überhaupt platziert und er möchte an weitere herankommen. Deswegen verbündet er sich mit verschiedenen Stämmen, die dann für ihn die Drecksarbeit machen können und ihm eben die Artefakte beschaffen sollen. Und dieses ganze Artefakt-Thema nimmt ihn dann schon so ein bisschen ein, also durch diese ganzen, das Tränkebrauen bringt ihm keinen Spaß mehr, hat er nicht mehr die Leidenschaft für und er sagt selbst, dass er von den Obelisken besessen ist. Und um sein Ziel eben zu erreichen, geht er auch ein Bündnis mit Gaius Marcellus Nerva ein, der ihm eben dann dabei hilft, die Artefakte zu sammeln und ja, das Geheimnis zu erforschen. Und hierbei stößt er eben auch wieder auf Helena Walker, mit der er eigentlich auch befreundet war, aber wird total sauer, als er herausfindet, dass sie zusammen mit der Beast Queen schon an den Obelisken forscht. Denn Rockwell ist davon überzeugt, dass er der Einzige ist, der das Geheimnis lüften soll und nur er das Geheimnis lüften soll. Er will es komplett für sich alleine beanspruchen. Und als sie eben Helena Walker und die Beast Queen dort sehen, sperren sie sie eben auch ein, beziehungsweise sie werden von Gaius Marcellus Nerva eingesperrt, denn der entdeckt sie eben an dem Obelisken. Gaius Marcellus Nerva geht dieses Bündnis mit Rockwell auch nur ein, weil er eben davon überzeugt ist, dass er durch diese Obelisken göttliche Kraft erlangen kann und er sieht sich eben selbst auch als Gott. Das heißt, die Beast Queen und Helena Walker sind quasi aus dem Weg geräumt und Gaius Marcellus Nerva und Sir Edmund Rockwell bahnen sich dann eben den Weg durch die Tech-Höhle bis zum Overseer und kämpfen dort auch. Beziehungsweise die Männer von Gaius Marcellus Nerva kämpfen da, alle tot, bis auf Gaius Marcellus Nerva und Sir Edmund Rockwell. Ja, Rockwell ist völlig in den Bann gezogen von dieser Höhle, beziehungsweise von dem Raum, in dem sie sich dann befinden. Er liebt dieses Material, er sagt, es strahlt eine richtige Kraft aus, er ist richtig angezogen davon und er findet eben auch eine Konsole und stellt fest, wenn er darauf rumtippt, dass er eben zu einem anderen Ort kommen kann durch diese Konsole, was dann ja quasi Scorched Earth wäre, was ist ja die nächste Map dann, die in der Story folgen würde. Und er sagt eben
auch, dass er immer wieder die Männer von Marcellus Nerva opfern würde, um dieses Ziel zu erreichen. In der Zwischenzeit hat die Beast Queen es geschafft, sich selbst zu befreien und auch Helena Walker zu befreien. Das heißt, sie gehen den beiden eben hinterher in die Tech-Höhle und finden dann eben dieses Schlachtfeld vor. Helena Walker schlägt vor, naja, lasst uns die mal bitte in Ruhe lassen und wir befragen sie einfach ganz lieb nach Informationen. Vielleicht könnt ihr uns ja helfen. Der Beast Queen gefällt das nicht ganz so sehr. Und weil sie ihr nicht wehtun will, knockt sie aus, damit sie quasi aus dem Weg ist und trifft dann auf Gaius Marcellus Nerva. Rockwell ist zu dem Zeitpunkt schon weg. Die Beast Queen und Nerva liefern sich dann quasi einen Kampf, beziehungsweise Nerva ist halt völlig erschöpft von dem Fight gegen den Overseer und dementsprechend hat da die Beast Queen eigentlich leichtes Spiel, trifft ihn auch, aber Nerva kann dann eben flüchten und die Beast Queen schwört sich weiterhin, ja, sich zu rächen an ihm. Der Raptor, den ich vorhin erwähnt habe, der ist nämlich gestorben und dementsprechend, ja, möchte sie Rache ausüben. Nerva flieht also und die Beast Queen stellt dann eben auch fest, dass das Ganze eine Schaltzentrale ist und dass es mehrere Welten gibt und dass es deswegen eben der Grund ist, weshalb sie da auch nicht rauskommen von The Island. Und auch sie ist dann zum Schluss weg. Übrig bleibt Helena Walker, die dann eben zum Schluss aufwacht. Ja, und sie stellt fest, es ist niemand mehr da und sie stellt eben auch fest, dass sie die ganze Zeit auf einer Raumstation gelebt hat und dass es da oben eben so eine Art Schaltzentrale ist, von der alles gesteuert wird. Und auch sie findet eben diesen Terminal und macht es sich dann zur Aufgabe herauszufinden, wer dieses Konstrukt irgendwie erschaffen hat und wer da eigentlich hintersteckt. Und so sind wir dem Ganzen eben auch auf der Spur. Das heißt, wenn wir als Spieler auf The Island sind, dann ist es ja unsere Aufgabe, 10 Artefakte zu sammeln, die drei Bosse zu machen und in die Tech-Höhle zu gehen. Das heißt, wir gehen komplett einmal den Weg durch, den auch alle anderen 4 Charaktere vor uns bestritten haben. Und wir versuchen eben genauso herauszufinden, was eigentlich dahinter steckt, warum die Arcs so sind, wie die Arcs sind und wer das Ganze eigentlich gemacht hat. Das ist soweit die Story von The Island. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.